Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute geht es ein Stück weit um das perfekte Bild. Bleibt dran, nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Mein Name ist Ingo Winkelmann. Ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach in Monheim am Rhein. Das ist ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf. Und heute soll es um das perfekte Bild gehen. Oder soll ich eher sagen, muss jedes Bild perfekt sein? Ich glaube, das ist die richtigere Fragestellung und sicherlich auch ein bisschen philosophisch das Ganze. Auf der anderen Seite gehört sowas natürlich dazu. Ja, ich habe es gesagt, ich bin Fotograf, das heißt, eigentlich bin ich auf der Jagd nach dem perfekten Bild. Ich habe es schon reingebracht. Eigentlich. Bin ich das eigentlich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte schöne Bilder machen. Das perfekte Bild kann unheimlich langweilig sein. Und ich bin auf das Thema gekommen. Ich habe gesagt, ich mache eine Reise nach Eisenach und da war ich jetzt. Ich war 4 Tage in Eisenach. Nebenbei bemerkt, sehr, sehr schön. Ich werde im Anschluss hier an meine Ausführung auch ein paar Bilder von Eisenach bringen. Vielleicht mache ich auch 2 Folgen draus, muss ich mal gucken. Wir sind da hingekommen und am selben Tag, als wir angekommen sind, noch in die Drachenschlucht gegangen. Eine sehr, sehr schöne, ganz leichte Wanderung durch eine ganz enge Schlucht. Wie gesagt, Bilder blende ich danach ein. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gestanden, ich habe Fotos gemacht. Und ich habe sicherlich nicht die perfekten Fotos gemacht, sondern ich habe für mich Erinnerungsfotos gemacht, die, so glaube ich zumindest, ganz gut geworden sind, aber sicherlich fernab von perfekt. Da sind einige Fotos bei, da ist der Vordergrund halt nicht so ganz scharf, weil ich hatte kein Stativ mit, konnte damit kein Fokus-Stacking machen. Ist das schlimm? Ich sage ganz klar, nein, ist es nicht, weil es ist etwas anderes, ob ich für mich fotografieren gehe oder ob ich eine Auftragsarbeit habe. Eine Auftragsarbeit ist was ganz anderes. Da muss das Foto sehr, sehr gut sein. Ich sage nicht perfekt, ich glaube, das perfekte Foto ist langweilig. Und ihr habt Fotos gesehen, die meisten Fotos, die ihr wahrscheinlich auch gut findet, die haben irgendeinen Makel. Entweder ist es eine Bewegungsunschärfe, die drin ist, um die Bewegung rauszuholen, oder es ist, dass der Hintergrund oder Vordergrund doch nicht ganz scharf ist, aber das Foto für sich spricht. Diese spontanen Sachen sind oftmals viel, viel interessanter als diese im Detail ausgearbeiteten, perfekten Fotos. Die sind schön, da rede ich gar nicht drüber. Die sind sehr, sehr schön. Aber muss es das immer sein? Ja, und diese Frage stellte ich mir auch, als ich da, wie gesagt, in Eisenach war. Wir sind durch die Drachenschlucht gegangen. Eine sehr, sehr schöne Schlucht, sehr, sehr eng, teilweise mit so Rosten ausgelegt, über die man läuft, unter einem läuft dann das Wasser lang. Sehr, sehr schön, zum Schluss kommt ein etwas steilerer Anstieg, aber ansonsten ist da eigentlich keine Schwierigkeit drin. Wochentags auch sehr zu empfehlen, weil leer. Am Wochenende, glaube ich, ist das eher sehr, sehr voll. Wir sind dann über einen anderen Weg zurückgegangen, hatten dort nochmal einen Blick auf die Wartburg von da oben. Sehr, sehr schön. Also muss ganz ehrlich sagen, war klasse, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ich habe mich schon geärgert, da ich kein Stativ mit hatte und nicht Fokus-Stacking machen konnte, wo ich ein vernünftiges, ja, wo ich das Stativ hinstelle, mache und tue. Auf der anderen Seite geht es manchmal auch gar nicht, wenn so viele Leute da sind, die haben immer wieder ins Bild rennen, dann kann ich mein Stativ auspacken, muss jedes Mal wegräumen, weil irgendeiner kommt. So eng war es also. Und in dem Falle, denke ich, muss man einfach Kompromisse machen. Und der Kompromiss ist dann halt, ein gutes Foto zu machen. Vielleicht nicht das perfekte, aber ein gutes Foto. Ich bin darauf gekommen, als wir da in Eisenach rumliefen und wie gesagt, da diese paar Tage verbracht haben, weil ich kurz vorher auch noch eine Auftragsarbeit hatte,
wo mein Kunde gesagt hat, ich brauche das perfekte Foto von dir. Da habe ich ihm ganz klar gesagt, das kann ich ihm nicht geben. Das perfekte Foto kann ich ihm nicht geben. Ich kann ihm gute Fotos geben, aber ein perfektes Foto wird es nie geben, weil was ist bei einem Foto perfekt? Da kommt ein subjektiver Eindruck dazu. Für den einen ist das perfekt, für den anderen ist das perfekt. Wenn ihr von technisch perfekt redet, dann ist das ein anderes Thema. Dazu zählen einige Sachen. Das kann man sicherlich erstellen, aber ansonsten generell zu sagen, ein perfektes Foto gibt es meiner Meinung nach nicht. Ja, und wie gesagt, ich bin da lang gegangen und habe dann auch darüber nachgedacht, mache ich eigentlich immer nur tolle Fotos oder mache ich auch manchmal einfach nur Fotos aus Erinnerung heraus oder für die Erinnerung? Und mir ist dann aufgefallen, wenn ich Auftragsarbeiten mache, dann strebe ich sicherlich nach der, nein, ich sage nicht Perfektion, nach dem guten Foto, aber oder vielleicht sogar nach einem nahezu perfekten Foto. Wie gesagt, 100% perfekt, das gibt es nicht, meiner Meinung nach. Ihr könnt der anderer Meinung sein, dann schreibt das unten rein. Würde mich mal eure Meinung dazu, würde mich echt interessieren, wie ihr das seht. Aber wenn ich für mich privat unterwegs bin, mache ich sehr oft Fotos, die auch einfach der Erinnerung dienen. Wo ich sage, ja, sie sind schön, sie sind sicherlich nicht wow. Ja, dieser Wow-Faktor ist sicherlich nicht immer dabei, aber es sind Erinnerungsfotos. Ich bin sicherlich nicht immer zu dem besten Licht an dem perfekten Ort, weil ich mache Urlaub. Und wenn ich Urlaub mache, dann gucke ich mir Sachen auch einfach an. Wir gehen irgendwo hin, ja, und wenn ich dann gerade da bin und das Licht ist nicht hundertprozentig, dann ist das Licht nicht hundertprozentig. Dann tut mir das sehr leid, dann ist das schade. Aber nichtsdestotrotz mache ich dann Fotos, weil es sind Erinnerungsfotos. Weit ab davon, sehr gut oder perfekt zu sein. Und ich glaube, das sollten wir uns einfach nochmal ins Gedächtnis rufen und einfach mal drüber nachdenken. Muss immer alles perfekt sein? Auch als Fotograf, meine ich, müssen meine eigenen Fotos, die ich für mich mache, sicherlich nicht immer nur super sein, sondern oftmals Erinnerungsfotos. Und dazu kann man manchmal auch sogar ein Handy nehmen und damit ein Erinnerungsfoto machen. Und auch die werden gut. Fernab von perfekt, aber gut. Und ich glaube, das sollten wir uns immer mal so ein bisschen überlegen, auch wenn wir vielleicht andere kritisieren. Es gibt ja in den Medien, Instagram, Facebook, Communities und was weiß ich, was es alles gibt, wo Bilder sind oder Foren auf Facebook, wo Leute regelrecht niedergemacht werden, weil einer eine andere Meinung hat. Ja, mein Gott, dann findet er das Foto halt nicht gut. Aber derjenige, der es gemacht hat, der fand es doch in Ordnung oder gut. Ihm gefällt es. Also soll er es doch nehmen. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, jetzt kommen noch eine ganze Menge Bilder aus Eisenach. Ich blende nicht immer ein, was das für Einstellungen waren, weil das macht teilweise auch gar keinen Sinn. Wie gesagt, war nichts Hochtrabendes und nicht künstlerisch anspruchsvoll, sondern teilweise wirklich Erinnerungsfotos, wo ich sage, sie erinnern mich an die Zeit, als ich da war. Es war schön, es hat Spaß gemacht. Zuerst kommen ein paar Bilder von der Drachenschlucht und dann waren wir noch in einem Kalibergwerk in der Nähe von Eisenach. Da kommen auch noch Fotos. Und in der nächsten Folge zeige ich euch noch ein paar Bilder von Eisenach und von einer kleinen Wanderung hoch zur Wartburg und dann haben wir so eine Runde gedreht, waren ein paar Stunden, war schön. Die kommen aber in der nächsten Folge wieder dazu mit so einem leicht philosophischen Thema. Aber bevor diese zweite Folge dazu kommt, mache ich erstmal ein wenig Osterurlaub. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt mal für ein, zwei Wochen. Mal gucken. Also nächste Woche wird es keine Folge von mir geben, aber die Woche drauf oder darauf wird sie wieder kommen. Damit ihr daran erinnert werdet, haut doch einfach auf die Glocke, dann kommt es auch wieder hoch, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, das würde mich wahnsinnig ehren. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen zu meiner nächsten Folge. Schreibt bitte mal runter, wie ihr zu dem perfekten Foto steht oder zu dem guten Foto oder zu dem Erinnerungsfoto oder
Wie seht ihr das überhaupt? Schreibt mal unten die Kommentare rein, würde mich echt interessieren. Und wie gesagt, wir sehen uns, bleibt gesund. Ich wünsche euch schöne Ostern, genießt die Zeit und verdrängt mal so ein bisschen die kriegerischen Handlungen in der Ukraine. Ich muss es leider noch mal erwähnen, weil so ab und zu zieht mich das immer wieder runter. Deshalb verdrängt es einfach mal, versucht eine Zeit zu genießen und wir sehen uns dann wieder nach Ostern. Bleibt gesund, schöne Zeit. Bis dahin, euer Ingo.